erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Der Geheimbrief. Der Herr Rabe, der hoch oben auf seinem Baum saß. Frau Lehrerin, Nick schreibt ab. Das stimmt nicht. Ich schreibe nicht von ihm ab. Ich hab's gesehen. Du lügst. Er schreibt ab und er lügt auch noch dazu. Na bravo, Nick. Zwei Dummheiten auf einmal. Dafür gehst du jetzt zum Direktor. Nun mach schon schnell. Er soll dir Disziplin beibringen. Und ihr anderen? Der Herr Rabe, der hoch oben auf seinem Baum saß. Der arme Nick. Der feige Streber hat ihn verpfiffen. Oh Mann, das würde mir echt auf den Appetit schlagen, Jungs. Und ich habe es diesmal nicht abgekriegt. Klodwig, du kriegst eine 6. Und du schreibst 100-mal den Satz, man redet nicht während des Diktats. Damit befindest du dich auf einem rutschigen Abhang, der direkt vor die Tore des Gefängnisses führt. Deshalb schreibst du bis morgen 200-mal den Satz, ich darf während des Diktats oder während einer anderen Übung nicht bei meinem Nachbarn abschreiben. Und vor allem, ich sage, vor allem... Vor allem zweimal, ja. Oh. Darf ich nicht ungestraft die Lehrerin anlügen? Was heißt denn ungestraft? Sieh das im Wörterbuch nach, junger Mann. Und das sollen deine Eltern unterschreiben. Was? Ist das ein Scherz? Was fällt dir ein, bei ihm abzuschreiben? Da wolltest du wohl ganz besonders schlau sein. Jedenfalls macht mich das sehr wütend. Und was wird erst deine Mutter dazu sagen? Nach einer solchen Strafe wird sie eine furchtbare Laune haben. Und wer muss die den ganzen Abend über aushalten? Ich, na vielen Dank auch. Und das findest du auch noch lustig? Also na hör mal, mein Sohn bekommt eine saftige Strafe und das ist seine Reaktion darauf. Ach na ja, deshalb musst du doch nicht gleich so ein Riesentheater machen. Wie bitte? Na gut, es ist eine Strafe, aber du hast doch auch Strafen bekommen. Weißt du noch, als du damals von mir abgeschrieben hast? Hä? Na das ist doch die Höhe. Ich schimpfe mit meinem Sohn und du? Was mache ich denn? Kümmere dich um deinen Kram. Und zum 100. Mal, ich habe nicht abgeschrieben, sondern überprüft. Hallo Nick. Luise, los, ruf schnell die ganze Bande zusammen. Alle sollen gleich zum Bolzplatz kommen. Der Club der Rächer muss sich an der fiesen Petze Adalbert rächen. Also echt, was zu viel ist, ist zu viel. Seinetwegen habe ich eine Strafe. Mein ganzes Wochenende ist futsch und meine Mutter wird mit mir schimpfen wie noch nie. Wenn ich du wäre, würde ich ihn an zwei wilde Pferde binden, die mit ihm durch die Stadt galoppieren. Nur, dass ich keine Pferde habe und wegen seiner blöden Brille darf man ihn nicht hauen. Selbst schuld. Hättest du nicht abgeschrieben, hättest du keinen Ärger bekommen. Ich habe nicht abgeschrieben, ich habe überprüft. Aber Petzen ist kriminell. Deshalb muss er dafür bezahlen. Er ist für uns einfach Luft. Dann begreift er schon, dass wir mit Petzen nicht reden. Er ist doch sowieso schon Luft, weil er ein Streber ist. Da wird er überhaupt keinen Unterschied merken. Wenn du dich rächen willst, könntest du ihm mit einem Geheimbrief Angst machen. Aber na klar. Wir werden ihm Angst machen, wie in diesem Film neulich. Und was schreiben wir? Du Streber, man macht sich nicht ungestraft über den Club der Rächer lustig. Und was heißt ungestraft? Ja, stimmt. Das ist blöd, wenn man die Drohung nicht versteht. Ich würde schreiben, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Das sagt mein Vater immer. Und da Adalbert ein Verbrechen begangen hat, naja, da sagen wir ihm, es zahlt sich nicht aus. Ja, klar. Da wird dieser Streber echt Angst bekommen. Na los, dann schlag du doch was vor, Franz. Ich würde schreiben, du wirst schon sehen. Wir kriegen dich schon. Du bist ein blöder Streber. Du wirst schon sehen. Wir kriegen dich schon, du blöder Streber. Das ist eine schöne Drohung. Nur durch meine Strafe habe ich leider keine Zeit, das zu schreiben. Aber ihr lasst mich doch nicht im Stich, hä? Ich habe leider selber Strafarbeiten auf. Bis Montag. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Ich will nicht. Rache ist Blutwurst und die bekommt mir leider nicht so gut. Was wäre, wenn der Streber dich verpetzt hätte und die Lehrerin hätte dir dein Brot weggenommen? Ha, der feigen Petze würde ich schon zeigen, wer die Hosen anhat. Die bekäme es mit mir zu tun. Na dann, dann kann ich auf dich zählen. Du bastelst bis morgen einen schönen geheimen Brief, dann hat der Streber das ganze Wochenende Angst. Der Club der Rächer.
Von wegen. Alle blöden Arbeiten bleiben an mir kleben. Das fängt ja gut an. Wonach riecht das? Nach Erdbeeren. Kleber mit Konfitüre vermischt. Wenn er nicht lesen will, was da steht, kann er es wenigstens essen. Jedenfalls kann durch dich jetzt die Operation Rache dem Streber beginnen. Ja! Ja. Na los, Franz! Wollt ihr mal einen Streber sehen, der Angst hat, Leute? Ich hab keine Angst. Ich werde euch anzeigen bei der Lehrerin. Dann gibt's Strafe. Ihr dürft keinem drohen, der fleißig ist. Deshalb kommt ihr ins Gefängnis und das ist gut so. Wenn er uns wirklich anzeigt, na Mahlzeit. Wir müssen erreichen, dass die Lehrerin ihm nicht glaubt. Und wie soll das gehen, bitte? Ganz einfach. Er muss eine 6 kriegen. Dann ist er kein Lieblingsschüler mehr. Was? Der Streber eine 6? Das ist unmöglich. Außer wenn wir seine Hausaufgabe vertauschen mit der von Chlodwig. Das klappt doch nicht. Adalbert hat eine zu schöne Schrift. Die Lehrerin würde es merken. Glaub mir. Außer wenn Chlodwig sich mal wirklich anstrengt. Hm? Er könnte seine Schrift nachmachen. Ach wirklich? Und warum brummst du mir nicht noch eine Strafe auf? Bist du für den Streber oder für den Club der Rächer? Hä? Chlodwig, kommst du essen? Ich kann nicht, Mama. Ich arbeite. Mit ein bisschen Übung werde ich schon noch hinkriegen. Oh. Diesmal wird es gut. Oh nein, das gibt's nicht. Oh. Mann, oh Mann. Also, mein lieber Chlodwig, das nenne ich perfekt. Die anderen werden stolz auf dich sein. Du kannst in Ruhe schlafen. Wenn der Streber vorbeikommt, schießt Roland den Ball. Adalbert lässt seine Aufgaben fallen. Ich heb sie auf. Dann werft ihr euch auf mich und wir tauschen sie aus. Und warum willst du die Aufgaben aufheben? Weil ich es so entschieden habe. Ist das ein Problem für dich? Kommt drauf an. Willst du mit meinen Fäusten diskutieren? Franz hat recht. Ich will auch die Aufgaben aufheben. Und warum ich nicht? Seht mal, Jungs. Hier ist es. Ich hab's geschafft. Super, Chlodwig. Das ist die Schönschrift von diesem Streber. Hm, aber da ist ein fetter Fehler. Nicht, Mann. Wenn da ein Fleck drauf kommt, weiß die Lehrerin, dass es gefälscht ist. Hey! Zu mir! Na toll. Kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Meine Aufgaben! Ich hab sie! Nein, ich! Oh. Hey, meine Hausaufgaben! Gebt mir sofort meine Aufgaben Nein, wieder! Nein, ich! Ich! Nein, ich! Meine Hausaufgaben! Gib mir sofort meinen Zettel wieder! Na und, wie sagt man jetzt? Vielen Dank, Club der Rächer. Nicht, dass ich nicht gewollt hätte. Ich hätte die Aufgabe gern erledigt, aber ich hatte schon so viel gearbeitet, dass... Das ist nicht schlimm, mein lieber Chlodwig. Eine 6 mehr senkt deinen Durchschnitt auch nicht weiter ab. Oh. Frau Lehrerin! Frau Lehrerin! Das sind nicht meine Aufgaben! Ich weiß nicht, von wem das ist, aber ich habe das nicht geschrieben. So, Adalbert. Und von wem ist es dann? Wo sind deine Aufgaben, wenn die dir nicht gehören? Ich weiß nicht. Gleich gibt's die erste 6 für den Streber. Das habe ich nicht geschrieben. Es ist voller Fehler. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das reicht. Steh bitte auf, Adalbert. Hör
mal, das ist allerdings seltsam. Sind es wirklich nicht deine Aufgaben? Nein, ganz sicher nicht. Gut, da du es bist, gebe ich dir eine Stunde Zeit, es nochmal zu machen. Oh Mann, nein! Es ist zu einfach! Du musst eine 6 kriegen. Ich habe so lange gebraucht, deine Schrift nachzumachen. Ludwig hat recht. Wir riskieren ganz viel und du machst alles wieder kaputt. Wie sollen wir denn Rächer sein, wenn wir uns gar nicht rächen können? Jetzt gibst du uns dein Blatt, sonst kriegst du meine Faust auf deine Nase, verstanden? Du hast dich getraut, unseren schönen Geheimbrief zu zerreißen. Einen Brief mit guter Erdbeerkonfitüre. Du bist auf jeden Fall eine fiese Petze. Ha? Ha? Hm. Während Adalbert seine Arbeit schreibt, schreibt ihr 200 Mal: Ich begehe nicht ungestraft gemeine Schandtaten an meinen Klassenkameraden. Einverstanden. Aber was heißt denn bitte ungestraft? Das stimmt. Wenn man die Strafe nicht versteht, ist das doch schade. Ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch den Kopf darüber zu zerbrechen. Und der Erste, der redet, der bekommt es mit mir zu tun, verstanden? Wenn ich jetzt so schön schreibe, habe ich das dir zu verdanken, Adalbert. Also es heißt ohne Strafe. Bitte? Ungestraft bedeutet ohne Strafe. Es kommt von... Was habe ich gerade gesagt, Adalbert? Ja, Sieh mir mal tief in die Augen. Du schreibst, ich darf im Unterricht nicht reden. Aber er hat doch gesagt... Und ich darf nicht ungestraft petzen. 200 Mal. Sofort. Und Ruhe jetzt. Ich will nicht Schach spielen. Heute ist mein Glückstag. Also das... Oh, mein Kopf. Da haben wir schon wieder einen mit dem Geldschein gelenkt. Ja, lustig. Echt toll, die Ferien. Achtung, Nick, da kommt wieder einer. Aber dagegen gehauen? Mist, hoffentlich ist er jetzt nicht bewusstlos. Keine Sorge, Nick, mir geht es gut. Guten Tag. Ich muss mal weg. Auf Wiedersehen. Auch wenn du schmollst, Nick, ich will nicht, dass du deine Ferien mit diesen Rabauken verbringst. Übrigens habe ich eine geistreiche Beschäftigung für dich. Und was für eine? Den Schachclub. In deinem Alter habe ich wunderbare Ferien dort verbracht. Schach habe ich früher auch mal gespielt. Was ist Schach? Ist das das, was so aussieht wie Dame? Genau. Das ist ein unglaubliches Spiel, in dem man seine Armeen zum Sieg führt wie ein legendärer General. Wow, super. Dann will ich das auch machen, Schach. Der Schachclub ist in der Schule? Guten Tag, Nick. Willkommen im Club. Ja, jetzt sind wir schon zwei. Vorsicht! Wenn der Springer auf G5 springt, muss der Bauer auf F3 unbedingt gedeckt werden. Ja, und was ist, wenn der Bauer auf F4 geht, der Läufer aber auf E6 steht? Ganz einfach. Es genügt, den Turm nach A4 zu bewegen und danach zieht man auf D8. Gut, genug der Theorie. Kommen wir zur Praxis. Spielen. Ich habe dir schon mehrmals gesagt, du musst warten, bis Adalbert eine seiner Figuren bewegt hat. Ein bisschen warten geht ja, aber das ist jetzt zu lange. Er überlegt sich eben mehrere Züge im Voraus. Aber er kann doch erst mal einen machen. Die anderen Züge kann er sich doch dann später überlegen. Sei still, ich muss mich konzentrieren. Oh Mann, gut hinbekommen. Jetzt kann ich wieder ganz von vorne anfangen.
Ruhe, hier spielen wir Schach nach allen Regeln der Kunst, junger Mann. Dazu müsste ich die Regeln erstmal begreifen. Ach, vergiss nicht, was Hühnerbrühe gesagt hat. Du musst bis morgen diese Schachbücher durcharbeiten. Ah, jetzt haben wir auch noch Hausaufgaben. Von wegen Ferien. Das war der furchtbarste Tag meines Lebens. Und alles wegen Schach. Nun, Nick, es ist normal, dass man sich am ersten Tag ein bisschen entmutigt fühlt. Es ist schlimmer als Schule. Ich gehe da nicht mehr hin. Kommt nicht in Frage. Ich habe dich für die ganzen Ferien eingeschrieben. Du hast keine Wahl. Ja, dein Vater hat recht damit. Du darfst nicht so schnell aufgeben und vielleicht macht es dir morgen schon Spaß. Hallo, Nick. Kommst du mit uns spielen? Nein, unmöglich. Ich muss zum Schachunterricht. Na hör mal, es sind Ferien. Und in den Ferien, da soll man spielen. Geh doch einfach nicht hin. Schach ist doch auch nur ein Spiel. Ja, aber meine Eltern werden es nicht gut finden, wenn sie hören, dass ich nicht da war. Du musst es ihnen ja nicht sagen. Wartet, ich komme mit. Oh, guten Tag. Auf Wiedersehen. Nick, was machst du hier? Was ist mit dem Schachunterricht? Das ist ein Spiel für Streber und für den Hühnerbrüh. Ich will nicht mehr dahin gehen. Ich will nicht. Du hättest dahin gehen müssen, aber ich kann dich verstehen. Ich fand Schachspielen auch immer fürchterlich. Dann bist du einverstanden? Ich muss nicht mehr hin? Einverstanden. Ich sage es, Hühnerbrüh. Herrn Hühnerfeld, dass du von nun an nicht mehr zum Schach kommst. Man kann sagen, was man will, aber meine Mama ist prima. Kein Wort zu deinem Vater. Er wäre enttäuscht, dass du seine Leidenschaft nicht teilst. Tu einfach so, als würdest du weiter dorthin gehen. Das ist unser kleines Geheimnis, ja? Super! Ich sag es schnell meinen Freunden! Hopp, 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 nein, nein. Es kommt nicht in Frage, dass du mit deinen Freunden durch die Straßen ziehst. Ich habe eine Idee, was du stattdessen machst. Als ich so alt war wie du, fand ich das ganz toll. Ich wusste gar nicht, dass du Stepptanz gut findest, Nick. Ich auch nicht. Ha! So, und jetzt seid ihr dran. Und los, Kinder! Jetzt versuch es doch mal. Nicht so schüchtern. Mach es wie ich. Sieh mal. Nick, komm zurück! Das war nur Spaß! Nein, dann spiele ich lieber Schach. Hey Nick, was machst du denn hier? Nichts Besonderes. Nachdenken. Dabei machst du aber ein echt komisches Gesicht. Es ist wegen meiner Eltern. Sie zwingen mich dazu, doofe Sachen zu machen in den Ferien. Du hättest dich in meinen Backkurs einschreiben sollen. Die Kuchen essen wir hinterher auf. Das hört sich toll an. Ich frag mal meine Mama, ob ich vielleicht das machen darf. Das ist jetzt zu spät. Der Kurs ist komplett. Ach, Mist. Aber, das muss meine Mutter ja nicht erfahren. Du willst in einen Backkurs gehen, ist das richtig? Ja, und dann ziehe ich wenigstens nicht mehr durch die Straßen. Also du interessierst dich wirklich nicht für Stepptanz? Ach das, ja schon, nicht sehr. Na gut, einverstanden, aber dann bringst du morgen den Nachtisch mit. Hier, Nick, der Kuchen, den ich für dich gebacken habe. Aber der ist ja fast alle. Tja, ich konnte nicht widerstehen. Aber die Ecke kann ich doch nicht meiner Mutter mitbringen. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß vielleicht eine Lösung. Gib mir den Kuchen. Ich will, dass er ganz bei mir zu Hause ankommt. Ich bin beeindruckt. Er ist sehr, sehr gut, dein Kuchen. Danke, Mama. Also, darf ich morgen wieder in den Backkurs gehen? Nur wenn du mir das Rezept gibst. Ach, weißt du, da ist doch immer dasselbe drin. Zucker, Mehl, Eier und dann noch ein oder zwei andere Sachen. Und fertig.
Na, Nick, was macht das Schach? Du bist sicher der Schrecken aller anderen. Naja, also, das heißt, ich weiß Hier, nicht. Ich habe uns einen Kuchen gebacken. Das ist aber schön. Also, ich gehe mal in mein Zimmer zu meinem Schach. Ganz köstlich, der Kuchen. Wie ist denn das Rezept? Ach, weißt du, da ist doch immer dasselbe drin. Zucker, Mehl, Eier, außerdem noch zwei oder drei andere Sachen. Und fertig. Entschuldige, ich muss schnell zu meinem Schachkurs. Nick, soll ich dich vielleicht hinfahren? Bloß nicht, nein. Ich meine, ist nicht nötig. Ich nehme eine Abkürzung. Er ist ganz verrückt nach Schach. Der Junge kommt eben ganz nach seinem Vater, nicht wahr? Endlich, der Film fängt gleich an. Willst du Bonbons? Also das nenne ich Ferien. Adalbert, sag mal, kommt Nick auch bald raus? Nick? Nein, der war schon 2 Tage nicht mehr hier. Wie? Ihre Frau hat dem Hühnerbrühe Bescheid gesagt. Mein Kuchen für heute. Ist der aber schön. Unglaublich, der sieht ja aus wie aus dem Laden von Frau Kroket. Nick? Setz dich doch, mein Sohn. Wir spielen eine Partie. Ich will sehen, ob du Fortschritte gemacht hast. Aber es ist doch Essenszeit und der Kleine ist müde. Die Partie kann doch bis morgen warten, oder? Es wird nicht lange dauern. Also, du hast die Weißen, dann fang an, Nick. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das tun darfst. Ist das alles, was dir Herr Hühnerfeld beigebracht hat? Also, ich meine, ehrlich gesagt, bin ich nicht sehr oft hingegangen. Schimpf nicht mit ihm. Ich habe ihm erlaubt, nicht mehr hinzugehen. Wenn du glaubst, dass du damit durchkommst, mein Lieber, dann täuschst du dich aber gewaltig. Na los, verteidigen Sie sich, General. Dann los, Attacke! Da du jetzt deine Artillerie losschickst, schicke ich dir meine Panzer. Hier, Nick, setz deinen Helm auf. Also Schachspielen ist super, ehrlich. Nick hat sich diese Woche noch für was anderes begeistert. Das Backen. Naja, Mama, also was das Backen angeht...